doch nun wirklich nicht so ein Drama. Komm wieder nach Hause, Betsy. Nein, Roger, ich hab die Nase voll von dieser ekelhaften Angewohnheit. Stell dir vor, ich hätte mich hingesetzt, dann hätte ich das ganze Klowasser an meine Vagina bekommen. Meine Oma kommt aus Virginia. Du kommst jetzt auf der Stelle mit nach Hause und klappst die Klobrille runter, Kleid, so wie es sich gehört. Worauf wartest du? Ich sag dir, das war der absolute Hammer. Clyde musste mitten im Unterricht aufstehen und dann mit seiner Mama nach Hause latschen, um die Klobrille runterzuklappen. Das war ihm so peinlich, Alter. Ich dachte, er fällt tot um. Ich weiß, Fettsack, ich war dabei. Und seine Mom und seine Mann und so. Clyde, du Arschloch, jetzt hab ich das ganze Klowasser in meiner Wagaga. Das hat sie eben nicht gesagt. Du dichtest schon wieder was dazu. Das war gar nicht so witzig. Ich weiß, Mann, das Klo ist die letzte Bastion der amerikanischen Freiheit. Hast du eigentlich kein bisschen Mitleid mit Clyde? Ah. Das solltest du aber. Der Typ hat es echt nicht verdient, sich für so eine Kleinigkeit einen derartigen Anschiss abzuholen. Was ist denn hier los? Sie wollen Clydes Mom retten. Wovor? Anscheinend hat Clyde wieder die Klobrille oben gelassen. Halten Sie durch, es wird alles wieder gut, okay? Jetzt nicht aufgeben. Tut mir leid, wir können nichts mehr für sie tun. Was? Als sie ins Klo gefallen ist, muss sie auch die Spülung betätigt haben. Der dadurch entstandene Sog droht nun, ihr Inneres nach außen zu kehren. Kann man die Toilette nicht einfach vom Abflussrohr trennen? Das müssen wir sogar. Aber wenn wir es tun, werden ihr durch die Druckveränderung die Organe rausgerissen. Aber davon stirbt sie nicht, oder? Wie konntest du nur die Klobrille oben lassen? Clyde, du sollst wissen, dass ich dir nicht die Schuld dafür gebe, Junge. Wir hätten dich einfach viel härter bestrafen sollen, wenn du die Klobrille mal wieder nicht runtergeklappt hattest. Das tut mir leid, Mom. Psst. Mir bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, Clyde. Tu mir bitte einfach den Gefallen und klapp von jetzt an die Brille runter, deiner Schwester zuliebe. Bitte, oh Gott, bitte, erlöst mich doch von meinen Qualen. Erlöst mich, lass mich gehen. Jetzt, jetzt. Mama? Ich werde wohl nicht so sehr vermissen wie Betsy Donovans zuvorkommendes Wesen. Sie hat ihre Mitmenschen stets mit Würde und Respekt behandelt. Tragisch, dass sie nun schon so früh von uns gehen musste. Und gewiss wünschte sich Betsy ihr Tod.